So, es ist jetzt Tag 6, ich weiß gerade gar nicht, welcher Wochentag ist. Die Straße hier ist schon mal besser. Da ist zwar auch so ein Schotter drauf, der immer ein bisschen kacke ist. Aber es ist deutlich besser. Ich habe nur im Gefühl, dass das ein sehr bergiger Tag wird. Es geht die ganze Zeit schon nur rauf und runter. Immerhin ist die Landschaft hier ein bisschen schöner als gestern. Ja. Ich sag mal, so eine Straße hier ist okay. Könnte ein bisschen besser sein mit diesem Asphalt hier. Ich meine, der sieht neu aus, aber der ist nicht neu. Sie, man erkennt es wahrscheinlich gar nicht, aber das ist wirklich so ein Splitterasphalt. Ich habe einmal pausiert, weil da ein Auto kam. Immerhin, Straße hier ist sonst okay. Schöner Baum. Die Sonne könnte ein bisschen mehr rauskommen, ist gerade sehr bewölkt. Ich kann nicht laden, aber das ist Meckern auf höchstem Niveau. So kann es eigentlich weitergehen. Ohne Regen wäre schön. Die erste Pause im Hockstuhl. Ich bin zu faul, die Brötchen aufzuschneiden. Deswegen habe ich jetzt einfach zwei Brötchen genommen, habe da was zwischengepackt. Ich habe mir noch eine Cola geholt, ein paar Chips. Sollte schon passen jetzt. Ja, heute wird es wie gesagt nicht so weit. Ich bin ja erst um 11:30 oder so losgefahren, wenn überhaupt. Ja, aber ist trotzdem, gerade Wetter ist halbwegs okay. Könnte trotzdem besser sein. Ich kann halt nicht laden, es ist halt wolkig, es ist ein bisschen doof. Ich habe gerade keine Ahnung, was das hier ist. Sieht aus wie so eine Art Freikirche oder so. Keine Ahnung. Ist hier irgend so ein denkmalgeschütztes Ding. So ein über so ein Häuschen, so kleine. Ich weiß nicht, was hier gemacht wird immer. Ich brauche ganz dringend was zu trinken. Ich habe das Gefühl, ich krepiere gerade ohne Trinken. Es ist so eine stehende Luft. Also ich hatte gerade, wer weiß wie, Gegenwind. Aber plötzlich steht die Luft und es ist gefühlt 50 Grad warm. Das ist unfassbar hier. Sonne scheint jetzt auch gut runter. Hinten ist wieder mein Pfännchen hier. Da sollte hoffentlich ein bisschen wenigstens laden. Ich muss jetzt was zu trinken suchen. Ey, wirklich, mir ist viel zu warm. Ich brauche dringend ganz viel. Jetzt gleich keinen im Garten oder so sehe hier irgendwo. Da muss ich irgendwo klingeln. Ey, ich habe sonst das Gefühl, hier umzufallen gefühlt. Es ist so scheiße heiß. Ne? Das kann man sich nicht vorstellen. Es ist so eine stehende Luft. Ja, sollte jetzt nicht das Problem sein, aber es ist halt immer kacke. Ich will nicht klingeln, wenn es nicht unbedingt sein muss. Vielleicht sehe ich ja noch wen im Garten. Gestern habe ich zum Beispiel Wasser bekommen von jemandem, der gerade seine Schafe gewässert hat. Also die Wassertränke von denen. Fand ich eigentlich ganz praktisch. Der hat mich zwar nicht verstanden, aber ich habe auf meine Flaschen gezeigt und er wusste, was ich meinte. Habe ich schön richtig eiskaltes Wasser bekommen, war auch okay. Ja, jetzt gucke ich mal, dass ich wirklich Wasser finde. Es ist nicht zum Aushalten hier. Leute, es tut mir leid, ich habe jetzt ewig nicht gefilmt. Ich wurde am Supermarkt angesprochen, als ich mir gerade was zu trinken gekauft habe, von einem Schweden, dem Karl Linde. Und der hat mich eingeladen zu sich. Es gab Spareribs, es gab Krautsalat, es gab richtig geiles Essen, Nachtisch, Melonen und so. Und er hat mir noch einen Platz gezeigt, wo ich jetzt gerade auch bin. Es ist so unfassbar geil, ich habe so gute Laune. Ich bin zwar nur 70 Kilometer jetzt heute gefahren, weil ich jetzt 3 Stunden bei ihm war. Wir haben auch Tour de France geguckt ein bisschen. Aber guckt euch diesen Platz hier an. Das wird man auf dem Video eh nicht richtig sehen. Aber die Sonne ist so sexy gerade. Ist hier so eine Insel. Man kann auch noch weiter rum. Ich bleibe aber, denke ich, hier. Mir wurde gesagt, das Wasser soll nicht weiter steigen. Ich bin gespannt, ob ich heute Nacht nass werde. Ich werde nämlich mein Zelt da vorne aufbauen. Jetzt mache ich gerade noch ein paar geile Fotos, hoffentlich mit meinem, mit meinem Fahrrad. Weil es sieht einfach nur geil aus und ich habe gute Laune. Guckt es euch einfach an. Es ist einfach nur geil. Ich hätte nur eine zweite schwarze Flasche gebraucht, weil die durchsichtige sieht jetzt nicht so geil aus im Sonnenschein. Aber meckern auf höchstem Niveau. Ich habe auch noch Essen mitbekommen. Ich habe noch Sparrows und so. Das heißt, ich habe entweder jetzt oder morgen was zu frühstücken. Ja, das war es auch erstmal heute für mich. Ich bin jetzt heute nur 70 Kilometer gefahren, hat aber einen richtig geilen Tag. Was sagt uns das? Es kommt nicht auf Kilometer an, sondern es kommt darauf an, was man aus den Kilometern macht oder aus dem Tag an sich macht. Guckt es euch halt an. Es ist einfach nur schön. Ich hoffe, euer Tag ist auch schön. Ich weiß nicht, wann das Video hochgeladen wird. Wann das fertig mit Bearbeiten ist. Es ist einfach nur geil. So, Leute, es ist jetzt 22.30 Uhr. Ne, 22.15 Uhr, glaube ich. Die Sonne ist dahin schon untergegangen. Man sieht nur noch so den Himmel ein bisschen. Das heißt, ein bisschen mehr. Mein Zelt ist jetzt hier aufgebaut, direkt am Wasser. Mir wurde gesagt, das kommt nicht hier hoch. Ich bin gespannt heute Nacht.
Ja, ich habe noch ein paar sehr schöne Bilder gemacht. Aber jetzt möchte ich nur noch ein bisschen entspannen. Essen möchte ich, glaube ich, gerade gar nicht mehr. Ich bin gerade vollkommen satt. Ich trinke noch ein bisschen was. Normales Wasser, kein Bier oder so. Tue mein Fahrrad hier noch irgendwo hin und dann reicht es mir auch für heute. Ja, Fotos blende ich euch mal ein. Könnt ihr was zu sagen, könnt ihr nichts zu sagen. Wie ihr möchtet, wer die haben möchte, ich kann die gerne schicken. Ist gar kein Problem. Ja, bis dahin dann erstmal gute Nacht und hoffentlich ist morgen wieder ein guter Tag.